Der UFC hat einen Neuzugang zu verkünden, und zwar Irwin Pfeiffer. Schön, dass du hier bist. Willkommen in Offenbach. Hallo. Freut mich, hallo. Ja, Irwin, wie hat es denn jetzt im Endeffekt geklappt mit dem UFC? Was waren die ausschlaggebenden Punkte für deinen Wechsel und worauf freust du dich vielleicht besonders? Also eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist der Verein gewesen. Der Verein, den kennt man, und ich denke, dass wir in der Saison Großes vorhaben, vor allem mit den Fans im Hintergrund bei uns. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen schönen Momente. Und ja. Ja, und auch natürlich auf die Mannschaft, die du kennenlernen wirst. Ich habe mal geguckt, du hast auch bei Hertha BSC immer eine Zeit lang gespielt. Genau. 2020 hast du Julian Albrecht vielleicht sogar getroffen. Hast du ihn zusammen gespielt? Ja, 2 Jahre war ich bei Hertha, und Julian Albrecht, den kenne ich auch. Ja. Der ist in der zweiten Saison, hat er öfter bei uns da mittrainiert. Sehr cool. Von daher ist ein cooler Typ. Sehr schön. Genau, also der ist auf jeden Fall auch noch hier. Kannst dich drauf freuen. Kennst du denn noch jemanden aus der aktuellen Mannschaft? Ist hier jemand bekannt? Nee, sonst nicht. Okay, wird sich zeigen. Ja, zum ersten Mal im Süden Fußball spielen, wenn ich richtig recherchiert habe. Ja. Was sagt dir die Regionalliga Südwest? Was kennst du über die Regionalliga? Vieles. Also die Aufsteiger, die dann in der dritten Liga landen, die halten sich auch dort. Und was hier immer ist, die spielen halt guten Fußball, was halt auf mich zutrifft, weil ich mag es gerne, Fußball zu spielen, kein Kick and Rush, sondern schön den Ball laufen zu lassen. Da freuen wir uns als Fans natürlich auch drauf. Kommst aus der Staffel Nord-Ost, das heißt auch viele Traditionsmannschaften mit drin. Ja. Das heißt, du weißt es vor, oder weißt, was es heißt, vor leidenschaftlichen Fans auch Fußball zu spielen. Auf jeden Fall. Kannst du dich hier vor allem auf der Waldemar Kleintribüne sehr drüber freuen. So, genug Historie. Lass uns über dich im Hier und Jetzt sprechen. Warum wollte dich der UFC? Was glaubst du, sind deine Stärken auf dem Platz? Meine Stärken auf dem Platz? Schnelligkeit, das 1 gegen 1, Spielwitz, Torgefährlichkeit, Flanken reinbringen, und natürlich, ja, halt Emotionen, ne? Das brauchen wir definitiv. Wir gehen trotzdem nochmal einen Schritt zurück, das muss ich immer fragen. Wie hat es bei dir alles angefangen? Du hast gesagt, du kommst aus Wedel, genau, bei Hamburg, hast dort wahrscheinlich Fußball spielen gelernt. Wie ging es dann weiter für dich? Anschließend bin ich zu St. Pauli gewechselt, habe eigentlich meine ganze Jugend dort verbracht. In U19 war ich dann bei den Profis mit dabei, und irgendwann bin ich dann zu Hertha gewechselt. Und der letzte Verein war jetzt Halberstadt, jetzt geht es vom Norden in den Süden, ganz schöner Sprung. Hast du schon eine Wohnung gefunden oder guckst du dich noch um? Ich bin noch dabei, mich umzuschauen. Ich hoffe, das wird jetzt, weil die Wohnung ist halt schon sehr wichtig. Ja, definitiv. Damit man sich halt auch wohlfühlt. Ganz klar, alles klar. Dann wünschen wir viel Erfolg bei der Wohnungssuche, viel Erfolg hier beim UFC. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Willkommen. Sehr gut.